Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Heute mal Savanne, heute mal etwas mehr Tieraufkommen, etwas bessere Vegetation, New England, kurze Pause, ja, aber das werden wir noch weiterführen. Ich habe ja noch einen Aussichtspunkt, den ich noch einnehmen muss. Ich glaube noch eine Hütte oder zwei, keine Ahnung. Das kriegen wir aber hin. Entschuldigung, oha. Der kam von tief unten. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video und let's go. Oh! Ey, wie er gleich durchstartet, das gibt's ja gar nicht. Habt ihr gesehen? Ich habe versucht, meinen Five-Trick anzuwenden, aber er ist gleich durchgestartet. Ey, das gibt's ja gar nicht. Das ist halt, ich glaube, das Resultat des neuen Updates, ne? Dass die sofort durchstarten. Das ist nicht gut. Das bedeutet, dass ich sehr krass aufpassen muss jetzt beim Pfeifen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte den schön treffen können, aber ich muss schon so ein bisschen predikten, wo der stehen bleibt und dann schießen. Boah, aber jetzt der Löwe, den ich da in die Richtung geschickt habe, die aufschreckt. Gibt's ja gar nicht. Habe ich es nicht noch gesagt? Noch gesagt. Der Löwe. Ah, ich habe das Ding auch nicht getroffen. Der Löwe, meine Freunde. Das Weibchen habe ich getroffen. Durch den Busch, ich bin mir nicht sicher. Das, was geworden ist. Silber. Schade. 268. 276 ist Gold. Aber dafür schön aus 52 Metern Doppellunge. Top. Kommt wie immer in den Discord, ihr kennt den Spaß. In meinem Discord gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste ich alle Stream-Abschlüsse rein. Im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse einstellen. Und der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Ein Streifen Gnu in Gold 33,8. Ja, schön. Single Lunge. Warum ist es auch so langsam gedroppt? Und es scheint ein Männchen zu sein. Ja. Das sieht man hier an diesem Knüdel da unten. Mit Fachmann. Schieß mir mal auf das Schwein. Warum nicht? Schwein schmeckt gut. Dann bestimmt alle diesen RS-Virus. Oder weiß ich nicht. Viele sagen ja, jetzt aufpassen, Statement. Viele sagen ja, das ist jetzt, also dass jetzt so viele Leute in Deutschland Grippe haben und erkältet sind und sowas, also das liegt an den 2 Jahren, in denen wir Maske tragen mussten und so. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass da unser Immunsystem so ein bisschen verschont wurde, nicht so oft trainiert wurde und jetzt kommt das alles und fickt uns weg. Aber ich sag mal so, das ist zwar berechtigte Kritik an der Maske, aber dafür hat die Maske wahrscheinlich auch sehr viele Leben gerettet. Wisst ihr, was ich meine? Dafür, dass wir jetzt ein bisschen öfter krank sind, wurden ganz viele Omas vor dem Tod bewahrt. Und das ist doch wohl Preis genug dafür, oder? Ich finde es okay, ich kann damit leben, dass ich jetzt ein bisschen verschnupft bin.
Der innerliche Tod muss nicht gerettet werden. Silbernes Warzenschwein. Rotbraun. Wo ist das denn rotbraun? Also die Frisur, ja. Die Frisur ist krass. Also der war auf jeden Fall nochmal beim Friseur. Kennt ihr das, wenn wir jetzt so bei Omas sind? Wenn die so anfangen, ab 60 ihre grauen Haare so rötlich, fast schon lila zu färben und so. Kennt ihr so Omas? Krass. Da kommt nochmal so die rebellische Phase, ne? Und da, das Wildschwein, dieses Warzenschwein erinnert mich so ein bisschen an so eine Oma, die sich so die Haare, die so in diese Phase kommt, wo sie sich die Haare färbt. Also wenn ich ihn getroffen habe, dann schlecht. Also ich habe ihn getroffen, aber schlecht. Den könnte ich gut getroffen haben. Ja, er ist gut gewesen. Ja, hier, guck mal. Bahnhof-Warzenschwein, okay. Aber auf jeden Fall habe ich den kleinen Kudu sehr gut getroffen. Ist zwar nur Silber, aber... Oh, das war aber knapp. Ist da nicht die Leber getroffen? Wären wir raus gewesen aus dem Game hier. 124,16. Mythisch. Ja. Oh, neuner Legendär. Neuner Legendär, Leute. Da ist er. Muss ich nur mal gucken. Ja, 150 Meter können wir nullen. Wo ist er hin? Das? Ja, das ist er. Oh ja. Oh ja, neuner Legendär, Leute. Da ist er. Mythischen könnte ich eigentlich auch gleich. Wir machen den Mythischen auch noch. Jetzt mal nachladen. Ah, ich glaube nicht. Aber den 9er habe ich auf jeden Fall getroffen. Und Diamant! Sehr gut, sehr gut. Seit langer Zeit der erste Diamant, den ich mal wieder geschossen habe. Alter, guckt euch diese Hörner an. Das ist doch unnormal. Unnormal. Sehr gut, in die Lunge getroffen. Top. Diamant Kaffernbüffel. Schönes Tier. Sehr gut. 158,651 ist Diamant. Also 7 Punkte drüber. Schönes Gerät. What? Ein Biber hat einen Baum gefällt und dabei eines deiner transportablen Gebäude platt gemacht. Dieses wurde aus der Welt entfernt und in dein Lager zurückgelegt. Biber in Afrika? So. Der afrikanische Wüstenbiber Castor, bla bla bla, ist ein Vertreter der Nagetiere und Angehörigen der Familie. Blablabla. Alter, hör auf. Okay, anscheinend gibt es Biber in der Wüste. In Afrika. Und die haben jetzt, die sind so, weiß nicht, dem Bild her sind die so groß und die haben jetzt einen Baum gefällt und der ist auf mein Zelt gefallen. Also dieser kleine Bastard ist dafür verantwortlich, dass jetzt irgendwo ein Zelt nicht mehr steht bei mir. Den Eber aus der Gruppe geschossen. Waren bestimmt noch mehr bessere dabei, aber die waren schon aufmerksam, die wollten schon türmen.
Deswegen muss ich da mal kurz eingreifen. So, silberner Eber. Grau. 35,7. Schön. Das ist hier. Entschuldigung. Krank. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. So, hier ist das schöne goldene Schwein. 45,93. Doppelunge. Rückgrat. Top. Gold 133,9. Schön. Singelunge, ja. Ah, geht die 300er Magnum geht bei dem wirklich nicht so weit rein, ne? Der ist nur Silber, aber Doppellunge, schön aus 250 Metern. 130,5. 132 wäre Gold gewesen, schade. Ein bewarztes Schwein, Silber, oh. Hier habe ich einmal in die Hinterlauf getroffen und beim zweiten Mal in den Darm, Magen. Okay. Schade. Wäre gut gewesen. 46,75. Mist. Hat der Bock auf mich? Er hat Bock auf mich. Wir haben alle Bock auf mich. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Schön. Silbernes Weibchen 92,1. Und sie war auch ein Weibchen 75,76, auch Silber. Löwen in Silber 40,67. Single Lunge 44 wäre Gold gewesen. Ja. Ein bewarztes Schwein. Ein guter Treffer. 41,23. Ab 43,8 wäre Gold. Warzenschwein 3. Okay. Hast du gesehen? Voll Delay. Wo er tot umgefallen ist. Voll der Delay. So. Silbernes kann... Oh, guck mal. Wie süß. Hat er gerade was gefuttert oder sich die... weiß ich nicht, die Nase geputzt. Einen Springbock getötet. Ungealterte Munition für das Tier. Oh, das ist ein Klasse 3 Tier. Ich hätte mit der Ranger drauf schießen müssen. Scheiße. Deswegen nur Bronze. Ah, naja, egal. Silberner Springbock 72,97. Naja, zumindest einen haben wir getroffen. Steh auf, los, komm. Na, sehr gut. Es gibt Leute, die hätten jetzt gecallt, aber ich arbeite lieber mit meiner Präsenz als Jäger. Ja, der ist aufgestanden, weil er wachsam war. Und zack, den 30,97. Was ist denn da getroffen? Brustrückenmark. Seit wann gibt es denn sowas? Brustrückenmark habe ich getroffen. Wann gibt es denn sowas? Also entweder habe ich Wirbelsäule getroffen, aber ich habe direkt Rückenmark getroffen.
Lol. Auf jeden Fall ist er sehr Gold, 34,97. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild. War heute sehr ergiebig, sehr erfolgreich, aber Savanne ist halt immer so. Waren ein paar richtig, richtig nice Sachen dabei. Auf jeden Fall mein Dia-Kaffernbüffel. Der erste in meiner ganzen Laufbahn, The Hunter Call of the Wild. Erster Dia-Kaffernbüffel. Ich freue mich sehr. Den werden wir auch noch prominent in der Hütte platzieren. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ihr wisst, es wird bald Weihnachten. Deshalb rufe ich hier auch nochmal auf. Lasst ein Follow da auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und auf jeden Fall, ganz wichtig, ein Abo auf YouTube. Ich bin kurz vor den 1000 Abonnenten. Das wäre sehr nett. Für mich als Weihnachtsgeschenk. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.